Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, hier und in allen Kirchen der ganzen Welt und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Mit diesem Ruf aus dem Testament des heiligen Franz von Assisi beginnen wir heute Abend die Passionsandacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute Morgen feierten wir hier in der Herz-Jesu-Kirche den Einzug Jesu in Jerusalem. Der Palmsonntag ist das Eingangstor zur Karwoche. Das Leiden Jesu, das Kreuz, rückt in den Mittelpunkt. Heute Abend wird das Kreuz in einem doppelten Sinne in den Mittelpunkt gerückt. Der Korpus des Kreuzes, der bis anhin im Chorraum hing, findet hier einen neuen Platz. Eine alte Aufnahme der Kirche zeigt, dieser Korpus hing nicht immer im Chorraum der Kirche. Der Architekt unserer Kirche, Justus Dahinden, ließ sich beim Bau vom Gedanken inspirieren, wir treten heraus aus dem Alltag, gehen den Kreuzweg entlang und kommen dann hier in den Raum der Auferstehung. Hier wird ja das Geheimnis des Glaubens gefeiert. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Pfarrer Paul Oswald Selig schrieb dazu, Altar, Ambo und Tabernakel stehen im Blickfang des Beschauers und machen in ihm die Christusbezogenheit des Gottesdienstraumes offenbar. Einfach und wuchtig, ohne unnötiges Beiwerk, stehen der Altar im Raum mit dem schlichten Bronzekreuz an den Opfertod Jesu erinnernd, dessen Gedächtnis am Altar gefeiert wird. Das Kreuz aus Holz wurde erst nachträglich in den Chorraum gehängt und viele Gläubige haben diese realistische Kreuzesdarstellung lieb gewonnen. Ich mag mir nicht vorstellen, wie viele Gebete hier in diesem Korpus versammelt sind. Aber eben heute Abend soll dieses Kreuz einen definitiven Platz hier finden. Denn hierher, wo Sie jetzt sitzen, in diesem abgeschirmten Raum, ziehen sich viele Menschen untertags zum stillen Gebet zurück, entzünden eine Kerze. So manche Sorge, so manches Leid wird hier im Gebet vor Gott hingetragen. Der Gekreuzigte lädt dazu ein, das eigene Leiden mit dem Seinen zu verbinden, denn das Kreuz ist das Zeichen der Verwandlung. Das Kreuz ist der Weg zur Auferstehung. Dieses besingt nun das Lied, das wir gemeinsam singen, bei der Nummer 387. 387. Schmerz und
So dürfen wir beten. Gott, unser Vater, so sehr hast du die Welt geliebt, dass du uns deinen Sohn gesandt hast, Jesus. Mit uns teilte er sein Leben, mit uns teilte er die Freuden, mit uns teilte er das Leid. Sein Leben war geliebte Liebe, Liebe, die sich hingibt, Liebe, die sich nicht davor scheut, das eigene Leben für andere hinzugeben. In dieser Liebe können wir geborgen sein. In dieser Liebe können wir unser Leben vor dich bringen. In dieser Liebe können wir darauf vertrauen, dass du uns vergibst, wenn wir anderen Menschen zum Kreuz werden. So loben wir dich und preisen dich durch Jesus Christus, der unter uns lebendig ist, in der Kraft des Heiligen Geistes. Im Buch Jesaja finden wir vier Texte, die als Lieder vom Gottesknecht bezeichnet werden. Dieser Gottesknecht ist eine geheimnisvolle Gestalt. Das Christentum, das aus dem Judentum herausgewachsen ist, deutete diese Gestalt als Hinweis auf Jesus, der gekreuzigt wurde und auferstand. Hören wir diese Lesung. Gott, der Herr, gab mir die Zunge von Schülern, damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich höre, wie Schüler hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mir den Bart ausrissen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Und Gott, der Herr, wird mir helfen, darum werde ich auch nicht in Schande enden. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie einen Kiesel, ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Keine schönen Worte, Jesus, die da Jesaja schreibt. Ich wehrte mich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen. Wir können in diesem Prophetenwort dich erkennen, Jesus. Ein Kreuz kann schön sein, dein Kreuz, Jesus, war alles andere als schön. Du wurdest gegeißelt, mit Dornen gekrönt, aufgehängt, angenagelt. Das ist nicht schön, das ist grausam. Es ist ebenso wenig schön als das, was wir tagtäglich in den Medien sehen. Geschundene Menschen, gefolterte Menschen, getötete Menschen in Israel, Palästina, in Afghanistan, in Äthiopien, in Syrien, in Jemen, im Sudan, jetzt in der Ukraine, aber auch an vielen anderen Orten mehr. Ebenso wenig schön ist, was wir nicht sehen. Menschen, die hinter geschlossenen Wohnungstüren geschlagen werden. Menschen, die in Billiglohnländern Sklavenarbeit vollbringen müssen. Menschen, deren Körper als Lustobjekt benutzt und missbraucht werden oder die sich prostituieren müssen, um überleben zu können. Menschen, die bereits im Mutterleib getötet werden. Für all diese Menschen hängt dein gekreuzigter Leib da, Jesus. Die Kreuzesbalken fehlen. Du hängst an der nackten Betonwand, denn die Welt ist dein Kreuz. Diese Welt Gottes Schöpfung und doch geschunden und ausgebeutet. Diese so schöne wie grausame Welt. Diese lebendige wie tödliche Welt. Ecce homo, seht den Menschen. Mit diesen Worten stellte dich Pilatus öffentlich zur Schau. Am Kreuz wurdest du endgültig losgestellt. Dein geschundener Leib klagt uns Menschen an, Mensch, sieh her, wozu du fähig bist. Wir glauben zwar, dass du aus dem Tod herausgeholt, von deinem Vater auferweckt wurdest. Wir werden das in einer Woche feiern. Doch der Weg zur Auferstehung war dein Kreuz, Jesus. Wie du können auch wir das Leid und das Kreuz nicht überspringen. Solange wir in dieser Welt leben, gehört das Leiden zum Leben. Am Kreuz führt kein Weg vorbei. Du sagtest Ja zum Kreuz. Du vertrautest deinem und unserem Vater. So wird dein Kreuz für uns Menschen im Leid zum Zeichen der Hoffnung. In dir können wir uns wiedererkennen. In deinem Leib ist unser Leid mitgekreuzigt, unsere Sorgen und Nöte, unsere Krankheiten, unsere Ängste und Zweifel, unsere Bedrohungen und Anfeindungen, auch unser Versagen und unsere Schuld. Schweren Herzens müssen wir erkennen, Gott bewahrt uns nicht vor dem Leid, aber er ist bei uns im Leid. Und stärkt uns. Jesus, der Blick auf dein Kreuz gibt uns Hoffnung. Wie dein Kreuz verwandelt wurde, wie du auferweckt wurdest, so glauben wir, wird auch unser Leid verwandelt. Wir werden mit dir auferstehen.
Wir beten dich an, Herr Jesus, hier und in allen Kirchen der ganzen Welt und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Deshalb rufen wir zu dir, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich, oder in der Sprache der Ostkirche, Gospodi pomiu. Singen wir zur Litanei diesen Vers bei der Nummer 548. 548. Unser Heiland, Gospodin, Amen.
Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu der Mutter: Frau, siehe, dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Alle Evangelien berichten, wie Frauen Jesus bis zum Kreuz begleiteten. Dabei sein, ohne etwas tun zu können,
ist schwer. Viele erleben dies an der Seite von Schwerstkranken oder Sterbenden. Viele erleben dies, wenn sie jemanden nicht aus der Depression herausholen können. Viele erleiden dies, wenn Freunde oder Freundinnen, gar die eigenen Kinder, auf Abwege geraten. Viele Kinder erleiden dies, wenn die Eltern sich streiten oder gar trennen. In solchen Momenten gibt es nur das Mitleiden. Das Mitleid, sagt Thomas von Aquin, muss zur Antriebskraft werden, sich für die Leidenden einzusetzen. Doch oft sind uns die Hände gebunden, wie jetzt, wo wir aus Distanz diese Schreckensbilder aus der Ukraine verfolgen. Die Ukraine ist beileibe nicht der einzige Kriegsschauplatz in dieser Welt. Denken wir an Äthiopien, wo ähnliche Massaker geschehen. Immer und immer wieder sind wir mit Schreckensbildern konfrontiert und sind damit überfordert. Wir können nichts tun, sind zum Zuschauen verurteilt. Schreckensbilder machen betroffen, aber verwechseln wir Betroffenheit nicht mit Mitleid. Betroffen sein kann man aus Distanz. Mitleid ist aber nicht distanziert. Mitleid ergibt sich aus der Nähe. Maria, die Mutter Jesu, sie stand nahe dran, musste den Schmerz aushalten. Sie wurde zur Mutter der Schmerzen, zur Mater Dolorosa, zur Mutter des Mitleids. Nehmen wir teil am Schmerz von Maria. Singen wir miteinander bei der Nummer 765. Wir singen im Wechsel die erste und dritte Strophe, singe ich vor, die zweite, vierte singt ihr und die fünfte singen wir dann gemeinsam. Oh,
Jesus, 7 Worte sagtest du am Kreuz. Es sind Worte, die uns Hoffnung geben. Nehmen wir diese Worte zu Herzen und singen wir nach jeder Fürbitte Kyrie Eleison bei der Nummer 71. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hast du gesagt, auch wir wissen oft nicht, was wir tun, was wir anrichten. Darum rufen wir. Kyrie, Kyrie. Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein, hast du gesagt. Wenn wir, wie der Schächer, unsere Vergehen einsehen, dürfen wir vertrauen, dass du vergibst. Darum bitten wir. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Frau, siehe dein Sohn und siehe deine Mutter, hast du zu Maria gesagt. Lass uns immer wieder auch erfahren, dass deine Mutter für uns sorgt, so wie sie für Johannes sorgte. Darum bitten wir. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, hast du am Kreuz geschrien. Sei uns nahe, wenn wir uns von Gott verlassen wähnen. Darum bitten wir. Mich dürstet, sagtest du. Gib uns die Einsicht, dass in unserem Herzen ein größerer Durst ist als nach materiellen Dingen. Darum bitten wir. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Es ist vollbracht, sagtest du. Füge all das Bruchstückhafte, das wir vollbracht haben, zu einem Ganzen zusammen. Darum bitten wir. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Sei du den Sterbenden nahe. Auf den Schlachtfeldern dieser Welt und in den Katastrophengebieten, in denen es an allem mangelt. Darum bitten wir. Du, Jesus, lehrst uns beten, Vater, dein Wille geschehe. Mit deinen Worten legen wir unser Leben in die Hände des himmlischen Vaters und beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Rufen wir auch Maria an, die Mutter des Mitleids. Gegrüße seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Geheimnisvoller und doch liebender Gott und Vater, wir blicken auf den geschundenen, gemarterten, gekreuzigten Leib deines Sohnes Jesus. Was er für uns tat, können wir nicht verstehen. Gib uns ein Herz, das begreift, wie groß deine Liebe zu uns ist, die sich in Jesus Christus zeigt. Lass uns das Leiden anderer nicht gleichgültig hinnehmen. Lass uns nicht irre werden am eigenen Leiden, sondern schenke uns die Hoffnung, dass du alles Leid der Welt verwandelst in jenes Leben, das sich in deiner Auferstehung zeigte. Darum bitten wir in der Kraft des Heiligen Geistes durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. So gehen wir in diese Karwoche hinein. Singen wir die ersten drei Strophen des Liedes 393. 393. Bitten wir um Gottes Segen. Der barmherzige Gott, der uns in seinem Sohn ein Beispiel der Liebe geschenkt hat, segne euch und mache euch bereit, Gott und den Menschen zu dienen. Amen. Und Christus, der Herr, der uns durch sein Leiden erlöst hat, stärke euren Glauben und führe euch zur Herrlichkeit. In der Fülle des ewigen Lebens. Amen. Gottes Kraft, der Heilige Geist, stärke euch in dieser Zeit und bewahre euch in der Liebe. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So wünschen Ottmar Hetzel und ich euch eine gesegnete Karwoche. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.
Thank you.